Hallo Hallöchen, mein Name ist Rachi und ich möchte hier zeigen, wie ich einen alten Filmlook gestalte. Dazu ziehe ich mir einen Clip in mein Projekt von After Effects, welches ich hier schon geöffnet habe. Dann nehme ich den Clip und ziehe den hier auf meine Komposition. Wenn ich hier einmal draufklicke, kann ich auch mal gucken, was meine Komposition beinhaltet. Also Breite und Höhe 1920 zu 1080 Pixel, quadratische Pixel 29,79 ist die Framerate pro Sekunde. Und die Länge interessiert noch 1 Minute und 9 Sekunden. Jupp. Wenn ich das mal vorziehe, hier ein Stückchen, dann sehe ich schon mal bisschen was von dem Clip. Ja. Also dieses hier wollen wir jetzt richtig schön alt machen. Dazu brauche ich als erstes, wir können auch mal kurz reingucken, dazu mache ich aber den Ton aus. So. Jo, soweit so gut. Also das ist der Clip, den wir hier verhunzen wollen, auf gut Deutsch gesagt. Also alt machen wollen, nicht verhunzen. Ja, mal beenden. Stopp. So, als erstes, was brauchen wir denn? Eine neue Ebene. Rechte Maustaste. Einmal geklickt, dann öffnet sich dieses Fenster. Alternativ kann man auch hier oben reingehen und sagen, neue Ebene. Also ich brauche eine Einstellungsebene. Ich mache es hier mit der rechten Maustaste neu und eine Einstellungsebene. Das ist schon. Rechte Maustaste umbenennen. Farbkorrektur. So, haben wir es geschrieben. Farbkorrektur, ja. Die Ebene auswählen und dieser Ebene jetzt einen Effekt zuordnen. Ich fange mal an mit dem ersten Effekt Farbkorrektur. Der da heißt Einfärben. Den finden wir hier auf der rechten Seite. Ups, da ist er. Einfärben. Haben wir es alles schon mal in schwarz und weiß eingefärbt. Ich klicke mal hier das Weiß an. So öffnet sich hier das Fenster, das Bearbeitungsfenster der Farbe. Und hier unten drinne ändere ich das mal in D9, C9 und B2. Jetzt haben wir hier so ein leichtes Sepia, also ein leichtes Braun. Sage OK. Wir haben es dem zugeordnet. Mein nächster Effekt, den ich auch auf diese Farbkorrektur anwenden möchte, wäre dann die Kurven. Effekte sind sie auch nochmal in der Farbkorrektur. Gehen wir hier auf Kurven. Machen hier eine leichte S-Kurve, also das Helle ein bisschen anheben. Und das Dunkle ein bisschen tiefer. Haben wir dann mehr Kontrast. Jo. Mal ein bisschen gucken hier. Ja, sieht ganz gut aus. Der nächste Effekt wäre dann bei mir Rauschen und Korn. Holen wir uns auch wieder aus der Effekte. Die Farbkorrektur ist immer noch ausgewählt. Und hier muss irgendwo Rauschen und Korn stehen. Da unten. Und da möchte ich ein Korn hinzufügen.
Korn hinzufügen. Es öffnet sich hier so ein kleines Fenster, das Vorschaufenster. Da sage ich mal, die Endausgabe möchte ich haben. Jetzt zeigt er mir gleich alles an. So, die Intensität ist hier auf 1 gesetzt und ich sag mal 1,200 immer. 1,200 möchte ich haben. 1,200 und 1,200 und da auch 1,200. Also hier überall eine 1,200 eingeben. Dann geben wir noch auf Farbe. War das hier? Ja. Und sagen monochromatisch. Jetzt sind dann Haken. Und damit habe ich hier schon so ein richtig schönes Rauschen und Korn mit drin. Rauschen und Korn haben wir, die Farbkorrektur haben wir, also dieses Sepia. Ja, was mir hier jetzt noch fehlt, ist das Geflacker von der Projektorleuchte. Also die alten Projektoren haben wir immer ein bisschen so geflackert, die Lampen. Und dazu müssen wir hier mal nochmal auf die auf den Film gehen. Und da machen wir hier unten mal das Menü auf, gehen auf Transformieren und bei der Deckkraft drücke mal die Alt-Taste und klicke hier diese Uhr an. So, da macht sie hier unten das Expression auf. Jetzt kann man hier was reinschreiben. Nämlich, was schreiben wir da rein? Wickle schreiben wir da rein. Wickle. Klammer auf. 25,25. Klammer zu. Wickle steht für Flimmern. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, muss ich allerdings nochmal neu rendern. Sollte das Geflimmer und Geflacker von der Projektorleuchte, Leuchte schon zu sehen sein. Nochmal anklicken hier. Ja. Ja, jetzt haben wir schon mal das leichte Flackern mit drin. Hier sieht man es ganz deutlich. Das Flimmern und Flackern. Ja, weiter brauchen wir nicht rendern. Also Wickle bewirkt das Flimmern. Kommen wir nun zu den Kratzern auf dem Film. Dazu brauchen wir auch wieder eine neue Ebene. Ich klicke hier wieder mit meiner rechten Maustaste, gehe auf neue Ebene und diesmal nehme ich mir eine Farbfläche. Hier ist die Farbfläche. Die Farbfläche bekommt einen anderen Namen, nämlich Kratzer und Linien. So. Sie ist in Schwarz, das ist in Ordnung, können wir so lassen. Sagen, ok, bestätigt mit OK. Und widmen uns den Effekten. Gehen als erstes wieder auf Rauschen und Korn. Und da brauchen wir dieses Mal das fraktale Rauschen. Also fraktales Rauschen. Müsste hier als erstes stehen. Ja, da ist es. Was ist denn hier los? So, fraktales Rauschen, da brauchen wir den Kontrast als erstes. Den geben wir mal 250. Oh,
Dann die Helligkeit auf minus, Vorzeichen minus 100. Mal, da haben wir ja schon mal die Flecken. Jetzt gehen wir auf Transformieren. Und bei Transformieren, bei gleichförmiges Skalieren den Haken entfernen. Dann tun wir das Ganze in der Skalierungsbreite auf 1 setzen. Wo ist denn die Skalierungsbreite? Da ist er doch. 1,0. Ja. Und in der Skalierungshöhe auf 10.000,0. 1,2,3,0. Ja, jetzt haben wir schon mal richtig schön die Filmschlieren hier drin, also die Kratzer und Linien. So, des Weiteren auf Evolution gehen und tja, und bei Evolution hier auf diese Stoppuhr allerdings dazu Alt-Taste gedrückt halten und die linke Maustaste. Dann macht sich hier unten bei Evolution auch das Expression auf. Und wir können hier bei Expression eine Zeit eingeben, nämlich Time mal, machen wir das mal 100. Time mal 100. Jo. Das war's schon. Ich mach's hier mal wieder zu. Mach hier mal die Sachen raus. So, und damit wir den darunterliegenden Film dann auch sehen, müssen wir das hier den Modus auf Addieren stellen. Also hier bei Modus normal. So, bis jetzt stecken wir mal, gehen wir mal auf Addieren. Ja. Ja, jetzt sollte unten drunter der Film zu sehen sein, ist er auch. Und hier müssen wir nochmal bei Deckkraft, damit es nicht zu extrem ist, also dass die Kratzer nicht zu extrem sind, nochmal auf 40% stellen. Ja, kann man hier einfach so sich hinschieben oder eingeben. Na gut, das haben wir 41, ist auch egal. Dann können wir die Ebene, die Effekteinstellung hier zumachen und haben das bis dahin erstellt. Ich kann es mal kurz durchrendern. Gehen wir hier zurück. So, mal kurz durchgerendert. Schauen wir mal. Also wir haben jetzt diese feinen Linien, also Kratzer hier auf unserem Zelluloid. Das Geflacker von der Projektorleuchte ist da. Und natürlich die Farbkorrektur. Bisschen Sepia. Gut, kommen wir zur nächsten Ebene bzw. zum nächsten Effekt. Der da wäre Staubpartikel, also Schmutz und Partikel. Stoppen wir hier mal wieder die rechte Maustaste. Ich brauche noch mal eine Farbfläche. Nehmen wir diesmal in Weiß. Also hier einfach
in Weiß reinziehen. FFFF. Und benennen sie um in Schmutz und Partikel. So, das ist jetzt unsere Schmutz- und Partikelebene. Da gehen wir gleich beim Modus. Hier beim Modus, ups, bin ich abgerutscht, auf Multiplizieren. Ja. Jetzt geben wir noch ein paar Effekte dazu. Wieder fraktales Rauschen. Also Rauschen und Korn, fraktales Rauschen. Ja. Und diesmal bekommt der Kontrast eine 337,0. 337,0 und eine 137, sage ich mal. 137. Wir können noch mal die anderen hier ausmachen, solange, damit wir sehen, was wir machen. Ja. Also hier habe ich jetzt die 137 gegeben. Kann nochmal zurückgehen. Ja. Sieht man, was man hier macht. Das wären jetzt hier die einzelnen Schmutzpartikel. Bei Evolution gehen wir wieder mit gedrückter Alt-Taste auf die Stoppuhr hier und die linke Maustaste. Zack. Und bei Expression gehen wir wieder ein Time mal 300 ein. Auch bestätigen, damit die dann entsprechend erscheinen, die Fleckchen. Deckkraft müssen wir hier auch noch ein bisschen was tun. Deckkraft geben wir hier mal auf 54, 55, 55% sollten reichen. Ja. Das können wir wieder schließen und die anderen wieder mit reinnehmen. Jetzt brauchen wir mal einen Bereich, wo wir das ein bisschen besser sehen. Die Fleckchen. Ah, hier sieht man schon überall ein paar Flecken. Hier sieht man es noch besser, sage ich mal. Ab hier rendern wir mal. Ich denke mal, die Flecken sind hier schön zu sehen. Und durch die Expression, die wir da eingegeben haben, erscheinen sie natürlich auch dementsprechend und verschwinden. Wie der hier zum Beispiel. Ja. Gut.
Okay. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt eine Maske und zwar hier eine Vignette, damit das nach außen hin ein bisschen dunkler wird hier in den Ecken, weil die Projektorleuchten waren früher nicht so gut, dass sie alle Bereiche so schön ausgeleuchtet haben, bis in die Ecken rein. Ich brauche also eine neue Ebene. Wieder eine Farbfläche. Ja, in Schwarz. Bitte schön. Und die Ebene wird umbenannt in Maske, Vignette. Ja, genau. Okay. Den Modus lassen wir hier mal auf Normal. Ja. Also Maske auswählen und hier einen Doppelklick drauf. Dann haben wir hier unsere Maske, die wir auf dann hier auf Subtrahieren. Ganz wichtig. Oh, ist genau andersrum alles. Dann eine weiche Maskenkante brauchen wir noch. Das finden wir hier unter Maske 1, weiche Maskenkante. Die setzen wir auf 260. Oh, einfach hier ziehen. 260. Ah. 259, 260. Und Maskenausweitung auf 100 Pixel. Das ist hier unten. Gehen wir mal auf 100 Pixel. Irgendwo bei 100 Pixel sollte das sein. Jetzt haben wir hier unsere Vignette. Und einer der letzten Effekte wäre dann jetzt noch hier ein Filmriss, der sich hier drüber flackert über das ganze Bild. Dazu auch wieder eine neue Ebene, eine Farbfläche, diesmal wieder in Weiß. Oh. Und das ganze Ding nennen wir Filmriss. Oder Filmstreifenriss. Hier wenden wir als erstes den Modus auf negativ multiplizieren setzen. Das haben wir hier. Oh. Als nächstes gehen wir auf Effekte, Rauschen und Korn. Rauschen und Korn, fraktalisch Rauschen. Das ist es. Ja. Jetzt brauchen wir ein Rechteckwerkzeug und werden einen schmalen Streifen hier drüber ziehen. Das haben wir hier oben drinne. Werkzeug. Jetzt hier einen schmalen Streifen drüber ziehen. Ja. Das sollte schon mal reichen. So, die Maske sollte hier auf Addieren stehen. Macht sie schon. Im Filmstreifenriss. Ich öffne sie mal und sage mal hier bei weiche Maskenkante 6. Pixel möchte ich da haben. Ungefähr 6. Oh. Kann ich sie wieder zumachen. Gehe jetzt mal hier auf Deckkraft. Dazu einfach auf Taste T wie Theodor.
öffnet sich die Deckkraft. Da sage ich mal, ich möchte eine Deckkraft von 40%. Okay. Jetzt gehe ich auf Taste P für Position. Taste P. Und hier auf diese Stoppuhr muss ich draufklicken, und zwar mit gedrückter Alt-Taste und linker Maustaste. Dann öffnet sich hier das Expression-Fenster. Bei Expression gebe ich ein. X ist gleich Wickel, Klammer auf, 6,800, Klammer zu, Eckklammer auf, 0 und Eckklammer zu. So, das Ganze schreibe ich jetzt mal fix. So, und bei Y ist gleich, mache ich es mir ein bisschen einfacher. Dann gehe ich hier auf diesen Kringel, linke Maustaste, fasse ihn an. Habe jetzt hier so ein Bändel und ziehe das hier auf die zweite Position von Position. Ja. Kommt hier auch nochmal dieses Komma mit dem Punkt drüber. Ich öffne nochmal die. Gebe nochmal eine Klammer ein. Eine Eckklammer. Und sage X. Komma Y, schließe das und drücke jetzt auf Enter und siehe da, er ist gesprungen. Wenn ich jetzt das Ganze hier rendere, sollte unsere Maske einfach immer hin und her springen. So, Schmutz, Kratzer, das Flackern der Projektorleuchte, die Vignette. Ja, somit habe ich alles erstellt, was ich erstellen wollte. Lass noch mal kurz laufen hier. Die können wir mal zumachen. Das ist das, was ich vermitteln wollte. Meine Art, einen alten Filmlook zu gestalten. Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten. Aber ich bin mit meiner hier ganz zufrieden. Wer möchte, kann das ja mal nachbasteln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis vielleicht wieder mal, euer Ratschi.